Ich nenne das Ganze den Achterbahn-Effekt. Oh, wir sind heute hier vom Ayas Haarstudio, dem besten Friseur auf der ganzen Welt. Und ich habe hier heute diese Box dabei. Und es gibt hier wieder einen gratis Haarschnitt, wenn ihr eine kleine Challenge erledigt. Also nichts gibt's von sonst, gibt immer einen kleinen Haken. Und das Ziel des Ganzen ist es wieder, den Leuten ein bisschen die Tierchen näher zu bringen. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden, ob es sich vielleicht gebessert hat zum letzten Mal. Und ich will nicht lange reden, Leute, wir gehen rein. Hallöchen, meine Damen und Herren. Okay, Lennart, wir haben leider nichts zu verbinden, deshalb musst du einfach deine Augen zu. Yeah. Mach am besten so deine Hände aus. Ich führe deine Hände die ganze Zeit. Okay. Wie fühlt sich das an? Schwer irgendwie. Das ist ein schönes Tier, oder? Das ist kein Tier, glaube ich. Was sind deine Haare? Oder? Meine Haare. Okay, ist richtig. Pack mal diese Hand hier. So. Ist auf jeden Fall eine Spinne. Guck mal, mach die Augen noch nicht auf. Ja. Aber würdest du dir zutrauen, die aufzumachen? Ja. Okay, dann mach die mal auf und guck dir mal an, was du auf der Hand hast. Komm, renn hier, renn schnell. Hättest du das vorher geschafft? Also hättest du die vorher gesehen, hättest du die auf die Hand genommen? Weiß ich nicht, ja. Ich finde es gerade gar nicht so schlimm. Wie dieses Prinzip mit der Achterbahn. Also wenn man drauf geht und das schon gemacht hat, dann geht das gerade so. Ist normal, also man zittert dann auch ein bisschen. Ich hätte es mit Schuhe vorgestellt, ja? Ja, perfekt. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Trick, mit den Augen zu machen vorher. Aber was würde passieren, wenn ich mich jetzt beiße oder so? Du hättest einfach nur Schmerzen, das Gift ist nicht schlimm. Okay, danke Lennart. Respekt an Lennart, dass er das gemacht hat, Leute. Also einmal klatschen jetzt. Der King is back. Ja Leute, ihr habt gesehen, bei dem ersten hat das jetzt geklappt, bei dem Lennart. Also wir haben uns ein paar Gedanken gemacht darüber, dass viele Menschen einfach Angst vor dem Ungewissen haben. Also die wissen nicht wirklich, warum die Angst vor Spinnen haben. Und wir haben uns gedacht, wenn die Menschen nicht sehen, was sie auf der Hand bekommen und danach schon gefühlt haben, was sie auf der Hand haben und danach visuell wahrnehmen, dann haben sie weniger Angst. Und das wollen wir heute bestätigen und noch bei ein paar weiteren angucken, ob das wirklich so ist. Ich nenne das Ganze den Achterbahn-Effekt. Ihr kennt das ja selber, ihr steht vor der Achterbahn, ihr habt Angst. Und der einzige wirkliche sinnvolle Tipp ist es, sich einfach die Angst zu stellen, indem man auf der Achterbahn fährt und ein paar Loopings dreht. Und danach findet man es cool. Leute, was geht ab? Habt ihr Bock, dass ich so Vlogs drehe? Dann schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren, dann kann ich auch ein paar Vlogs drehen. Denn ich bin Vlogger-Profi. Ich weiß zwar nicht, wie man vloggt, aber Bock habe ich auf Vlogs, denn Vlogs bocken, Bock. Habe ich auch Vlogs. Hä? Okay, wer heißt du? Leon. Okay, ich bin hier mit Leon. Leon, mach mal die Hände auf. Ich setze mal noch auf deine Hände. Ja, du bist so weich irgendwie so. So? Bisschen. Okay, jetzt? Fühlt sich ja stachlich an, oder? Ja, das fühlt sich eher so weinig. Okay, du darfst gucken. Du Scheiße. Hättest du die Spinne auch auf die Hand genommen? Hättest du die vorher gesehen? Weiß ja nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Ja, würdest du die jetzt nochmal auf die Hand nehmen? Weil du hattest die ja schon einmal. Okay, mach mal nochmal deine Hände auf. Ja, krass. Einmal Applaus. Was meinst du? Das hier? Ach, die hier? Zwei? Das sind Pittipalpen. Das sind die Fühler, damit fühlt sie alles ab.
Also so Tastwerkzeuge. Julius. Ja Leute, was geht ab? Ich bin hier mit Guglielmi. Was geht? Ein alter Freund von mir. Sorry. Ja, und bei ihm machen wir es ganz anders. Er kriegt alles auf die Hand und wir verbinden seine Augen. Alles? Ja. Du musst beschreiben, was du fühlst. Okay. Okay, ich verbinde erstmal deine Augen. Okay, so. Ich bin nicht gleich. Ich spüre die ganze Zeit nur Wind. Bro, wir machen das so. Boah, Junge, mit geschlossenen Augen ist das viel schlimmer. Ja. Bei Guilherme machen wir das ein bisschen schwerer mit Haarschnitt. Er kriegt drei Tiere auf der Hand und er muss gleich erraten, welche Tiere in welche Reihenfolge auf seiner Hand waren. Und erst dann kriegt er den gratis Haarschnitt. Ja. Meinst du, du schaffst das? Ich kann bezahlen, Bro. Ich weiß nicht, ob ich den noch gratis haben will. Ich weiß nicht, ob ich mich bewegen soll. Was machst du? Okay, mach mal deine Hände so nach vorne. Beide so zusammen? Ja. Okay, hier kommt das Tier Nummer 1. Oh mein Gott, Halleluja. Alter, bekomme ich da gerade zwei? Alter, sind das zwei? Habe ich gerade Guck mal, eine Sache ist nicht echt. Was würdest du sagen, was echt ist? Die links, also die hier. Oh! Ja, das ist richtig. Okay, merkt ihr das Gefühl? Aha. Wegen dem Aussehen gleich. Mhm. So, perfekt. Oh Junge, war das ein ist das ein Spindel? Oh mein Gott! Kannst du das Tier schon erraten? Das hat sich angefühlt wie eine Spinne, eine sehr große Spinne. Okay, hier kommt jetzt die zweite Spinne. Oh! Oh mein Gott! Das ist eine Vogelspinne, ne? Junge, das fühlt sich übertrieben schwer an. Kannst du das Tier erraten? Oh, ich weiß. Oder eine Echse ist? Bro, ist das eine Schlange? Ist das. Hab ich gerade eine Schlange? Die bewegt sich. Okay. Okay, jetzt kommt das letzte Tier. Warte, ich brauch kurz eine Sekunde. Oh, warum lacht es? Oh mein Gott, hab ich da irgend. Okay, perfekt. Hoffe. Ist das auch eine Spinne? Ich weiß nicht, ich muss erraten. Ich. Kann ein Mensch sein. Oh, das ist auf meinen Daumen. Das ist, glaube ich, eine Spinne. Ist also okay, Bro. Du kannst deine Augenbinde abnehmen. Okay. Boah, okay. Junge, was ist das denn? Der richtig Hunger, der isst Menschen, ne? Okay, jetzt musst du ganz kurz erraten. Warte mal, hat sich. Ah, okay, das hier war die Fake-Spinne. Ja, genau, ja. Okay, das haben wir schon mal. Welches ich glaub, Tier war die Schlange? Welches Tier war zuerst auf deiner Hand? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, die hat sich. Okay. Weiß ich nicht. Also loggst du ein, das eins? Ja, würde ich sagen. Okay. Und welches war als zweites? Die Schlange. Und als drittes? Ich glaube, die ist, weil die ist mir, glaube ich, auf dem Daumen so, und die hat sich so ziemlich klein, so kompakt angefühlt. Und die war irgendwie mit zwei Füßen auf meine ganzen Handflächen. Jo, okay. Was? Okay, Leute, und das ist richtig. Hey. Ja, klatschen bitte. Warte, das ist die Drachentechnik. Nee, ich trau mich nicht. Aber nicht zucken, weil wenn die schnell läuft, musst du ruhig bleiben. Ja. Was ist das für ein Tier? Das ist eine Karibiner Resikolo, auch südamerikanischer Mitbewohner von uns. Aha. Ah, oh mein Gott, die Schlange! Bro, nimm die weg, bitte! Oh mein Gott, die Schlange! Ja, ja. Oh, die Schlange! Ja, Mann. Respekt. Danke, Bro. Ihr habt es geschafft, Leute. Müsst ihr den Leuten noch was mitgeben über Spinnenschlangen? Weil es gibt da viele Missverständnisse, viele Leute haben Angst. Ist die Angst berechtigt? Vom Aussehen her ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Also alleine würde ich niemals irgendeins von diesen Tieren anfassen, aber irgendwie beruhigst du einen. Also ich glaube, weiß nicht. Ich glaube, die können friedlich sein, aber dafür muss der Mensch friedlich sein. Und das bin ich nur mit dir. Sozusagen. Und das auch noch nicht ganz jung, ich bin richtig hier. Ja,
Aber wenn du jetzt ein paar Mal, sag ich mal, das hier gemacht hättest, dann wäre das ja irgendwann Normalität. Bestimmt. Und irgendwann hättest du auch keine Angst mehr. Nee, wir sind chill. Ist irgendeins von denen giftig? Also die Spinnen sind giftig. Beide. Also jede Spinne ist giftig. Mhm. Es gibt keine Spinne auf der Welt, die jetzt ungiftig ist, aber die sind für Menschen nicht gefährlich. Und die hier? Die ist eine Würgeschlange, die beißt nicht. Ja, die beißt nur, kann würgen, aber hat auch kein Gift. Okay. Tut's weh, wenn die beißt? Nee. Guck mal, die würde nicht mal eine Fliege was zur Erde tun. Guck mal da. Ja, guck mal, die Fliege. Das war so ein Witz, so. Die würde nicht mal eine Fliege was zu da. Ja, Mann. Junge, 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 okay. Boah, okay, das hat was. Also die hier traue ich nicht. Hat dich das, also hat dich das beruhigt, dass du die Schlange mit den Augen verbunden auf die Hand bekommen hast? Also hat sich das jetzt im Nachhinein beruhigt? Ich glaube schon. Oh mein Gott, die bewegt sich voll gruselig. Ich glaube schon, aber in dem Moment war es schlimmer, die Augen zuzuhaben. Ja. Also, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt. Also, bei den Spinnen weiß ich nicht, so bei der Schlange, glaube ich, mit ein bisschen Zeit hätte ich mich getraut, die auf die Hand zu nehmen. Also würdest du sagen, das hat dich sozusagen gepusht, weil du hattest in dem Moment mehr Angst? Ja. Und jetzt im Nachhinein ist das jetzt nicht so. Also ich habe immer noch Angst, aber ja. Also die ist schon echt cool, muss ich gestehen. Das ist schon irgendwie ganz geil. Ja Leute, wie ihr seht, es ist wieder ein gelungenes soziales Experiment. Hat mich echt gefreut, die Reaktion zu sehen. Man merkt, die Leute sind viel offener dafür geworden. Und das freut uns, denn das ist unser Ziel. Ja Leute, wenn ihr Videoideen habt, wie wir das den Leuten näher bringen können, dann schreibt es in den Kommentaren. Und wir werden in den nächsten Videos immer ein paar Kommentare von euch einblenden. Und ja, das war's Leute. Vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.